es geht jetzt um PS. 245 PS ist angegeben, aber ich schätze mal, wir haben um die 300 PS. Ölwanne abgebaut, ohne Öl. Der lief von morgens bis abends. Mietje, ist das hier normal? Seit ich diesen Audi habe, macht es mir einfach nur Spaß zu fahren. Einfach nur fahren, nichts anderes. Kennt ihr das? Boah, du musst 100 Kilometer fahren morgen. Boah, wer hat Bock drauf? Ich? Einfach einzusteigen und irgendwo hinzufahren. Desto weiter die Strecke, desto besser ist es. Willkommen bei den Kfz40. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin mit meinem Audi A6 Quadro 4G unterwegs. Ja, ihr kennt mich. Ich liebe Leistungsmessung. 370.000, also fast 400.000 ist ja dieser Audi gelaufen. Da bin ich einfach mal gespannt, was wird denn noch an Leistung haben? Wird er überhaupt noch Leistung haben? Bei dem habe ich natürlich ein bisschen gemerkt, Turbo sieht so ein bisschen bearbeitet aus. Die Rohre habe ich gesehen, die zum Turbo gehen, ne, weil das ja ein V-Motor ist, die gehen dann zum Turbo. Größerer Flansch höchstwahrscheinlich eingebaut wurde oder es ist original, es sieht nur so aus. Ich kann euch das nicht sagen, aber ich sag euch, das Ding geht ab. Es ist Wahnsinn. Es ist noch der erste Motor, es ist das erste Getriebe. Der Wagen ist ja aus erster Hand, was der noch an Leistung hat. Bei meinem 4F, könnt ihr auch mal sehen, das Video, da hatten wir 250.000 gehabt, auch erste Hand, 12 Jahre alt und das Auto hatte seine volle Leistung gehabt. Das heißt, 239 PS hat der als Serie gehabt und gemessen wurde genau 239 PS. Wahnsinn. Hier sollen wir 245 PS haben. Ob er noch diese 245 PS hat, das werden wir sehen. Natürlich freue ich mich wie immer auf Mietje. Ich schätze Mietje sehr als Fachmann, wenn es um Motoren, Tuning, Software und so weiter geht. Und wenn ihr Chip-Tuning machen wollt, einen Experten haben wollt, wo ihr echt blind vertrauen könnt, dann ist es mit dir. Ganz ehrlich. Das sage ich jetzt nicht, weil ich irgendwas dafür kriege. Ich kriege gar nichts dafür. Darum bin ich mal gespannt, was der jetzt heute zu diesem Wagen sagt und was für eine Leistung der hat. Es fühlt sich mehr als 245 PS an. Es kann aber auch täuschen, Leute, weil ich habe letzte Zeit nur mit dem TSI gefahren. Und der hat ja 140 PS. Und es kann natürlich auch täuschen, dass ich mich echt so dran gewöhnt habe, dass ich denke, okay, 140 PS, wow. Und die 245 PS kommen mir jetzt gerade wie, ich sag mal, 300 PS vor. Wir sehen uns gleich bei mit dir. Tun wir das schöne Ding auf die Rolle und ärgern mit dir. Wie immer, ich liebe den Kerl. Den werden wir heute schön messen. Unser 3 Liter. Was mir natürlich aufgefallen ist bei dem. Abdeckung soll von BTDI sein, also nicht täuschen lassen. Hier drunter ist der Turbo und irgendwas wurde am Turbo bearbeitet. Vielleicht Software, wer weiß, kann ich nicht sagen, aber das werden wir heute natürlich bei Mietje sehen. Jetzt messen wir den Audi. Den A6, mit, ja. 245 PS, den hast du bestimmt oft gemessen. Ist ein sehr beliebter Motor. Bisschen also, moderner als der letzte 4F, ne? Genau, den wir auch hatten, 239 PS. Ich weiß ja, du hast ja meinen 4F gecheckt. Da waren danach Welten dazwischen. Hm. Von 239 auf 300 PS. Das war Hammer. Der hat ja 245 PS, aber das fühlt sich genauso an wie bei dem 4F. Ich würde sogar sagen, das fühlt sich schon ein Ticken aggressiver an. Sie denken ja viele immer, die Motoren sind gleich, weil die auch ähnlich viel Leistung haben. Das ist aber nicht so, ja. Ja. Der hat jetzt zwar nur 5 PS mehr, das ist nicht so die Welt, aber genau. Beim Drehmoment ist das schon deutlich mehr. Also der 4F hat ab Werk 500, 520 Newtonmeter. Ja, ich habe 500 genau sogar. Ja, 500 glaube ich auch. Und bei dem ist das ja schon mehr. Ich glaube, es sind 600 oder so. In verschiedenen Fahrzeugen machen die auch unterschiedlich viel Drehmoment. Oh. So, Leute, guckt euch das Ding hier an. Hier. Also, ich muss sagen, ne, also von der Optik her sieht einfach nur geil aus. Ein 4G. Leider hat er kein Keyless Go. Also, dass du schlüssellos die Tür aufmachen kannst. Schlüssellos starten geht natürlich. Aber es ist so schön, wenn alles so aufgeht. Ich bin einfach Audi-Fan geworden, ehrlich. Was wird er an Leistung haben? Ob mein Popometer richtig liegt? Weil ich tippe ehrlich auf mehr PS. Leerlauf. Bremse loslassen, ne? Ja, alles los. Ja.
Fenster sind so gedämmt hier. Ich habe hier Akustikverglasung. Man hört gar nichts, wenn man hier zumacht. Ja. Muss ich sagen, ich bin aufgeregt. Jetzt kannst du auf die Rolle fahren. Dann fahren wir doch. Zack, auf die Rolle. So ein bisschen? Lassen wir so stehen, perfekt. Habt ihr schon ein, zweimal gemacht, Kollege? Wie nennt sich das dann? Rollenfahrer? Wenn der Preis stimmt, Bruder, kannst du mich jedes Mal rufen. Mach ich gerne. Ja. Ne, die Kisten, die du immer hier hast, die sind alle interessant. Von daher. Erster Eindruck. Erster Eindruck. Jetzt also ich darf noch ein bisschen hingehen, ne? Also. Mich jetzt nicht. Würde man jetzt nicht vermuten, ja. Also jetzt auf den ersten Blick wäre das Einzige, wo man es mal festmachen kann, eigentlich die Steinschläge. Ja? Ja, das war's. Finde ich auch. Die werden natürlich irgendwann mal lackiert. Was auf der anderen Seite, auch wenn das viele nicht so gerne sehen, eigentlich immer ein gutes Zeichen ist, weil Steinschläge gibt es nicht im Kurzstreckenverkehr. Ja. Wenn du da schon ein paar Steinschläge drauf hast, dann weißt du, okay, das ist wahrscheinlich Langstrecke gefahren und das ist tendenziell eigentlich immer besser. Also ich habe ja viele Kunden, die dann auch lange nach so einem Auto suchen und die haben eigentlich immer so dasselbe, die suchen immer ein Auto mit einem möglichst geringen Kilometerstand. Je geringer, desto besser. Und das ist eigentlich aus meiner Sicht völlig Banane, weil wenn ich jetzt ein Auto, was für ein Baujahr ist das? 2012. Jetzt geh mal davon aus, der hätte nur 100.000 gelaufen, dann kannst du davon ausgehen, dass der in 12 Jahren 100.000 Kilometer gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder der stand nur in der Garage rum, das wäre okay. Ja. Die andere Möglichkeit, Kurzstrecke. Und das ist in aller Regel die dritte Möglichkeit, runtergedreht. Okay, aber beides ist schlechter. Ja. Und da ist eigentlich immer besser, so ein Auto zu haben, was viel gefahren wurde, viel gewartet wurde und so weiter. Und dann hat man eigentlich ein Auto im guten Zustand. 370.000 ist der gelaufen, knapp 400.000. Was meinst du an Leistung? Wird er noch haben? Trotz alledem, dass die krass verkorken und alles Mögliche. Also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass der Serie ist, würde ich trotz alledem auch erwarten, dass wir annähernd Serienleistung erreichen. Ja, also wenn er jetzt weit unter Serienleistung liegen sollte, dann wäre schon sehr komisch. Sagen wir, einer kauft sich so ein Auto. Langstreckenfahrzeug, ich sag mal 300.000 gelaufen. Ne, gibt's ja, wie Sand am Meer so. Ja, ja, logisch. Sind er ist zufrieden, wie ich das jetzt will. Alles Serie, 245 PS. Kommt zu dir und sagt mit dir, ich möchte den chippen. Was würdest du zu denen sagen? Du weißt, es gibt 300.000, die letztendlich im guten Zustand, gepflegten Zustand dann noch sind, wo man es vielleicht auch nicht unbedingt sieht. Mhm. Und es gibt 300.000 Kilometer, die Autos sind dreimal fertig. Also da ist alles zu Ende. Also du guckst also dir das Auto erstmal an. Kann man das am Kilometerstand nicht so, den Zustand nicht so gut festmachen? Ja, es geht. Deshalb frage ich in aller Regel die Kunden, was ist euer Eindruck? Wie würdet ihr den Zustand von dem Auto beschreiben? Ne? Das hilft in den meisten Fällen schon mal eher für eine Einschätzung. Ja? Weißt du, wie ich meine? Also hat man schon mal eine Einschätzung, ist das jetzt vielleicht so eine Karre, die komplett durchgenudelt ist oder nicht? Ja. Und dann kann man da auch schon ehrlicher zu sagen, lassen oder lieber, weißt du, wenn manche sagen dann auch schon, ja, es gibt aktuell auch ein Problem oder so, ne? dann sage ich, ne, lieber erstmal Problem lösen und dann, aber sonst grundsätzlich, und das ist wahrscheinlich das, was du hören willst, ist es bei dem Kilometerstand möglich. Ja. Man muss es aber auch ehrlich beantworten, weil sonst denkt jetzt jeder, der meiner hat auch 300.000 Kilometer gelaufen, klar. Dann geht das bei mir aber auch. Aber ich das weiß ja auch, wie du bist. Ich weiß ja, wenn ein Auto kommt, der läuft nicht gut oder Abgaswerte sind zu hoch oder du siehst schon Rauch, weil die Düsen undicht sind und so, dann wirst du das nicht machen, das weiß ich, ich kenne dich ja. Ja, aber so weit will ich es ja manchmal gar nicht kommen lassen, weil manche haben eine lange Anfahrt, die fahren 200 Kilometer her, die freuen sich darauf und fahren dann und stellen eigentlich nur, dann sage ich denen, ja, das geht leider nicht, da ist irgendwas, keine Ahnung, lass es lieber. Aber wir reden, die halt komplett enttäuscht und das wir reden, schon vermeiden. Ne? Wir reden von einem Auto, der gewartet wurde, der in der Werkstatt war und die haben auch gecheckt und haben gesagt, Auto läuft einwandfrei, alles ist super. Den jetzt, würdest du den empfehlen? Ja, ich würde den chippen. Also jetzt vom allerersten Eindruck würde ich sagen, ja, kann man machen. Ja. Und deswegen bin ich jetzt gespannt, wenn wir 245 PS haben oder nicht. Oder vielleicht ist der ja gechippt und hat 400.000. Dann spricht das auch nur für Chiptuning. Da bin ich auch gespannt. Ja. Wahnsinn, heute wird's geil. So, mit dir, ich will ihn hier auch heute. Der liebe Andreas ist auch noch da. Wir haben schon ein Video gedreht heute. Es wird ein lustiges Video, kann ich euch schon mal sagen. Drei Profis, merkt nichts. Ja, drei Profis und wir haben nur philosophiert und danach, bis wir gemerkt haben, dass wir die ganze Zeit falsche Werte sagen. Aber das ist ja nichts Neues bei mir, von daher alles gut. Andreas, du kommst ja extra von Bayern. Aus dem sonnigen Bayern. Ja, ja, also bei uns ist aber schöner. Ist so gestern bei uns war auch schön. Weil er ist ja heute Morgen unterwegs, du warst ja heute da nicht da. Dein Pech, also normalerweise läuft man mit Bikinis und so rum. Aber heute... Okay. Ja, ich hab normalerweise auch eine Badehose. Ja, ja. Ach, wir haben ja jetzt einen Test gemacht mit dem Golf. Für mich so wichtig, 370.000.
wir haben ja dein Produkt schon mal bei unserem BMW gemacht. Ich habe es sogar noch bei meinem 4F gemacht. Ja. Habe ich das hier auch bei der Inspektion reingemacht. Hier mache ich es auch rein. Mhm. Aber für die Leute da draußen, würdest du Leuten empfehlen, bei, ich sag mal, 370.000 Atonium zu benutzen, wenn ich es wieder richtig ausgesprochen habe? Sowohl bei 30.000 als bei 130.000, 230.000, 530.000, 730.000. Okay, ich war ja in Hannover, ich war ja auf dem Stand von denen und da haben die einfach ein Auto, Ölwanne abgebaut, ohne Öl. Der lief von morgens bis abends. Und weißt du, was das Geilste ist? Er hat die Ölwanne wieder zusammengeschraubt, Öl reingekippt, nach Hause gefahren, weil das ist das Auto, mit dem sie dahin gefahren sind, zur Messe. Mit dem Hänger. Ihr habt noch einen Hänger gezogen. Ja. Und danach morgens wieder aufgemacht. Ölwanne, Öl abgelassen, ganz Tag laufen lassen. Und das Ding läuft mit Atonium. Ja. Wahnsinn. Kann ich Krach machen? Du kannst Krach machen. Achso, hier, sorry. Ist ja wie in Deutschland, zwei reden, einer arbeitet. Ha? Kannst du das auch in der Mittelkonsole lassen? Okay, let's go, ich will nicht angeben hier. Hast du Sensoren in die Türen? Das habe ich leider noch nicht. Oh. Noch nicht. Ah. Was wird gesagt? Ja. Allrad, ne? Quattro. 3 Liter. Es ist Tradition. Also, es geht jetzt um PS. 245 PS ist angegeben, aber ich schätze mal, wir haben um die 300 PS. Ich wollte unbedingt eine Inspektion machen, Getriebespülung und so. Aber jedes Mal, wenn ich gedrückt habe, habe ich gesagt, das fühlt sich nicht normal an. Kombi, 3 Liter Maschine, Quattro. Das heißt, das hat jemand bestimmt gedrückt. Das ist viel Autobahn gefahren anhand von Steinschlägen. Ich weiß ja nichts. Das heißt, du darfst aber nicht vergessen, wir haben eine Doppelkupplunggetriebe. Da kannst du dir nicht missern. Ich denke, das hat jemand gekauft, der wohl ein bisschen drücken wollte. Deswegen hat er das gechippt. Also das ist, ich weiß jetzt nicht, ich denke mehr als der Herstellerangabe. Wesentlich mehr. Bei denen geht aber so, sagen wir mal 300 PS. Ja, es geht eher um die Abgastemperatur, bei hoher Leistung zu hoch ansteigt. Da hängt davon ab, wie weit will man gehen. Wie viel sagst du? Also wenn du jetzt chippen würdest, dann würdest du sagen bei 310? Ja, da ist in dem Zustand, man kriegt die auch höher, also mit einer höheren Leistung, verbogen, ne? Okay. Aber es ist nicht mehr so, wie es eigentlich sagt. Also ich bin bei Profi, ich sag, wenn das einer so, also ich denke logisch, 310. Aber wir wissen ja nicht, dass er gechippt wurde. Deswegen, ja, wir gehen jetzt vom Original aus. Ich gehe jetzt auch vom Original aus und ich würde 250 einfach sagen, ja. Weil ich weiß ja gar nichts, ich sag einfach 250. Okay, dich lass mal stehen, 310. Okay, stehen. Weil ich auf dich gehört habe. Du sagst, das ist eine Rakete, sagst du. Ich habe nur zweimal gedrückt. Erstens das. Zweitens, ich muss aber dazu sagen... Ich vermute nämlich genau das, weil die haben am Werk ja ein wesentlich höheres Drehmoment als jetzt ein 4F. Genau. Das fühlt sich natürlich auch stärker an. Ja, dass ich davor nur den Golf gefahren habe. Das heißt, der Golf hat 122 PS. Haben wir mittlerweile herausgefunden. Jetzt macht ihr mich unsicher. Und dann, ich weiß es nicht, Leute, keine Ahnung, lass einfach messen, ey. Okay. Sonst kommen wir alle durcheinander hier. Ja. Heute haben wir es aber. Ja. PS und aber ey, guckt euch die Newtonzahl an und das ist das, was ich gefühlt habe. Naja, das ist auf keinen Fall selber, ja. Ist die Kurve gut? Oder ja, sieht gut aus und man kann, was man hier auch erkennen kann, das machen viele so.
Man kann jetzt hier sehen, also die Leistungskurve steigt. Jetzt haben wir hier genau relativ, was steht da? Ja, fast bei 3900 Umdrehungen ist die höchste Leistung. Ja. Und dann sieht man, dass die wieder abfällt. Ja. So, und hier, ich sag mal, fällt die ein bisschen ab und wie beim Diesel üblich, geht der dann in die Abregeldrehzahl und fällt immer weiter ab. Ja. So, warum macht er das hier oben? Weil bei etwa 4000 Umdrehungen schaltet der in der Regel. Ne? Ja. Und man macht das, man macht das häufig, weil würdest du das jetzt einfach so weiter durchziehen, steigt auch weiter die Temperatur. Also je höher die Drehzahl, desto höher steigt die Temperatur. Und ich gehe davon aus, jetzt, also würde ich vermuten, dass sie hier oben einfach ein bisschen was rausgenommen haben, wenn man mal manuell schaltet, damit man den einfach nicht, wenn zu heiß wird. Ne? Wenn du das jetzt so ansiehst, meinst du, da war ein Profi dran? Das reicht nicht, um das zu beurteilen, komplett. Ja. Also dazu müsste man mehr sehen, aber zumindest das, was wir jetzt hier sehen können, sieht alles gut aus. Das kann man so sagen, so, ja. So, und die Serie sind mit 500 Newtonmeter angegeben, beziehungsweise das mit den 580 ist das, was ich meinte, es gibt also verschiedene Versionen. Und die haben dann auch noch zum Teil, wenn du die misst, Pull, machen die mehr Drehmoment, als wenn die dann den nächsten Gang einlegen. Das ist dieses klassische Overboost, was man von den älteren Autos kennt. Das ist dafür gedacht, wenn man einmal überholt, dann hat er im ersten Moment mehr Kraft, als er dann dauerhaft produziert. Okay. Ja. Newton fast, also 170 Newton mehr und ja, 40 PS, aber es geht ja... Um Diesel geht es generell um die Newton. Bei 700 Newton, Alter. Das ist Wahnsinn. Weil der da halt, du siehst es ne, hier in dem Diagramm ganz gut. Hier ist das Potenzial von dem Dieselmotor bei ungefähr 2000 Umdrehungen. Ne? Boah, bei 2000 Umdrehungen haben wir das schon. Ja, das ist halt was ein Benziner niemals schaffen würde. Ja, ne? Das ist Wahnsinn. Du siehst, fast 400.000 das Ding hält. Und das werden die nicht letzte Woche gemacht haben. Nee, also der fährt schon ein bisschen länger drin. Der wird so. Ja. Und das ist auch üblich. Also das macht normalerweise gar kein Problem. Ja. Und auch du hast ja gerade gefragt, sieht das gut aus oder sieht das schlecht aus? Wenn es jetzt extrem beschissen wäre, wird der nicht mehr fahren. Ja. Sehr wahrscheinlich. Also so schlimm kann es nicht sein. Da wird uns nichts Schlimmes erwarten, denke ich. Also für mich wäre es mein Lieb, wenn wir irgendwann uns nochmal treffen, du die Software einmal kopierst, mal kontrollierst und dann Abgaswerte mal misst. Wenn er jetzt original wäre, du hättest ihn sowieso gechippt. Das kann ich ja so viel sagen. Also mit dir, man sieht ja sofort, dass du das so 2 Minuten sofort ausbauen kannst hier, das Ganze. Ja. Hat er auch noch nicht gemacht. Hier drunter ist es einfach. Da drunter ist das Motorsteuergerät. Muss man das Steuergerät ausbauen, um zu chippen? Nee, nicht zwangsläufig, nur wenn man es lesen will. So, und wenn der Behälter voll wäre, ja. Oh, war noch was drin, okay. Dann läuft die Hälfte direkt raus. Ja, und das macht er jetzt gerade. Ja, das läuft jetzt einfach hier. Da hat man immer schönen Duft. Mhm. In dem Fall ist es jetzt Standard. Maria Kron, glaube ich. Genau, wir lesen das jetzt nur. Wenn du das jetzt zeigst, dann sieht das aus wie Matrix. Ja. Weißt du? Das ist genau dein Ding, ne? Daraus liebst du. Das er nimmt das Ding ins Bett. Ja? Sieht man das? Ich würde gar nicht behaupten, dass du sowas liebst oder so. Wie komme ich denn da drauf? Ich habe einfach nur geraten. Jetzt haben wir es gelesen, jetzt stecken wir es einfach wieder rein und du fährst nach Hause. Mehr haben wir jetzt erstmal nicht gemacht. Genau, und das machen wir irgendwann mal, dann reden wir über die Software in Ruhe. Und dann bin ich mal gespannt, was du dazu sagst. Wenn mehr Zeit ist wie heute. Ja, und ich werde ja den Wagen sowieso kontrollieren, auf Herz und Nieren. Und das kommt ja noch dazu. Und ich kann mir vorstellen, dass auch aufgrund, ich sag jetzt mal von Verkopplung und so, wenn das alles weg wäre, dass er dann alleine schon aufgrund dessen mehr Leistung machen würde. Aber das werden wir alles sehen, ja. Hat fast 400.000. Mhm. Und sollen wir hier auch nochmal einen Test machen, oder? Ich bin dafür, weil ich habe noch nie einen Test gemacht bei einem gechippten Auto. Das heißt, der ist jetzt on top, also, und wir holen jetzt noch ein bisschen raus. Also, das ist noch ein Beweis dafür, dass Atomium ein Tick mehr kann. Genau. Aber ich muss ja auch dazu sagen, wie wenn wir ja gucken, Ansaugbrücke kann ja sein. Ich sag mal, Partikelfilter kann ja sein. Für mich ist ja wichtig, ich will es ja sowieso reinmachen, aber was versprichst du denn dadurch? Also, wenn wir das natürlich reinigen, für mich wird es dann halt wichtig sein, ich werde jeden Tag fahren. Für mich wird wichtig sein, wird er weniger verbrauchen. PS ist mir egal. Ja. Er soll weniger verbrauchen. Ja, weniger Reibung, weniger Widerstand. Weniger Widerstand, weniger Spritverbrauch. Und das Auto, wenn man das regelmäßig anwendet, Atomium, alle 50.000, dann hält es bestimmt 600.000 Kilometer. Okay, und was machen wir dann hier? Motor, Getriebe, Einspritzsystem und Spülung. Aber das werden wir dann halt sehen, wenn wir die Inspektion machen. Ich komme nochmal nach Witten.
Ja, wir müssen nochmal nach hinten kommen. Bei der Inspektion sehen wir uns nochmal. Ja. Wir gucken uns die Software irgendwann mal an. Und da reden wir über die Software. Das wird auch sehr interessant. Bitte, was soll ich sagen? Ich bin beeindruckt. Ich finde das Auto sehr geil. 700 Newton fast. Das da hat sich einer in das Auto verliebt. Natürlich. Leute fragen mich, ey Jonas, kannst du dir kein besseres Auto leisten? Kannst du das nicht? Kannst du dies nicht? Warum musst du immer solche Autos? Erstens, ich bin YouTuber. Ich muss solche Autos fahren, ne? Das, damit wir Input haben. Erstens das. Zweitens, mir ist es egal, wie viel Laufleistung. Egal, was das für ein Auto ist. Ich muss mich in diesem Auto wohlfühlen. Ich muss den gerne fahren. Und dann liebe ich mein Auto. Ich liebe alle Autos. Aber wenn ich ein Auto besonders liebe, wie zum Beispiel den hier, dann kriege ich auch besondere Liebe. Das Auto hat alles, was ich brauche. Es muss nicht mehr sein. Ey, Leute, ich kann mich massieren lassen während der Fahrt. Ich würde auch jederzeit ein Auto mit dem Kilometerstand bevorzugen, wie gesagt, jetzt ein Auto, was 100.000 gelaufen hat und 12, 13, 14 Jahre alt ist. Die sind in der Regel nichts. Ich liebe es, aber unverkäuflich ist es nicht, ne? Wir können darüber reden. Andreas, danke. Ja. Wir sehen uns auf jeden Fall, wenn wir alles nochmal mit dem Atomium-Test mit dem machen. Atomium. Werde ich irgendwann noch leer. Das werden wir noch machen bei der Inspektion. Seid ihr dabei und dann, ja. Ich bin happy. Hier riecht es immer noch mal her. Hättest du nicht warten können, bis wir weg sind? Was ist denn los mit dir hier? Ja. Das Ding läuft noch wie eine 1. Jetzt haben wir gesehen, dass der viel mehr Leistung hat. Mal gucken, wo die Reise hingeht. Da werden wir auf jeden Fall noch einige schöne Sachen machen mit dir. Und vielleicht kriege ich auch noch mal Tipps von euch. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, könnt gerne ein Like da lassen, wenn ihr wollt. Und sehen wir uns beim nächsten Mal. Kraft 77. Bis dann. Haut rein. Ciao.